Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wundervoll Schwanger. Mein Name ist Julia Schnell, ich bin Mindset- und Empowerment-Coach für Frauen in der ersten Schwangerschaft. Und in diesem Video soll es darum gehen, was man eigentlich alles so braucht für ein Baby und was nicht. Im letzten Kurstreffen von meinem Intensivkurs war das Thema ganz präsent. Ja, was braucht man eigentlich alles so als Erstausstattung für das Baby? Was braucht man vielleicht auch nicht? Ich höre so viele Tipps und ja, und krieg so viele Anregungen von außen und irgendwie, ja, scheint es mir aber so ein bisschen, als müsste man vielleicht einfach gar nicht so viel brauchen und kannst du mir nicht mal was dazu sagen, Julia? Das war so das Thema im letzten Kurstreffen. Und ja, da habe ich mal so überlegt und tatsächlich ist es ja so, dass man gar nicht so viel braucht. Also es braucht eigentlich eher Zeit statt Zeug und es braucht auch eher Unterstützung anstatt Zeug. Also, dass dir andere Menschen zum Beispiel auch zur Geburt eher Zeit und Unterstützung von sich selbst schenken, dass sie dir dabei helfen, dass du Freiräume hast, dass du dich erholen kannst, dass zum Beispiel da deine Wäsche gemacht wird oder das Kochen abgenommen wird für eine gewisse Zeit. Also solche Dinge sind viel wichtiger anstatt Dinge. Aber wenn wir jetzt mal schauen, was es konkret für Dinge braucht für ein Baby. Also erst einmal ist es, finde ich, ganz wichtig, dass du eine Schlafmöglichkeit habt für euch beide gemeinsam. Also zum Beispiel ein Familienbett, das würde ich da empfehlen, was relativ auf dem Boden ist, also was nicht so ein hohes Bett ist, sondern was ihr ein bisschen niedriger vielleicht selber gebaut habt, sodass ihr ja alle genug Platz da drin habt und wenn das Baby anfängt, auch mobiler zu werden, wenn es anfängt zu krabbeln und so weiter, dann hast du nicht die Gefahr, dass das Kind aus dem Bett herausfallen kann. Und so kannst du dein Kind einfach super stillen, auch zum Beispiel in der Nacht und es ist einfach ja genug Platz für euch alle da. Und was dann auch noch ganz wichtig ist, finde ich, ist, dass du eine gute Trage hast, in der du dein Kind tragen kannst an deinem Körper. Und selbst wenn es Winter ist, dass du eher ja, euch selber relativ leicht bekleidet anziehst und das Kind in der Trage hast und dass du dann einfach die Jacke der Jahreszeit, der Temperatur entsprechend über euch beide zusammen rüber anziehst. Und dann ist dein Baby auch immer warm genug. Dein Baby ist an dir dran und du merkst einfach immer, wie es deinem Kind geht, ob es ihm warm genug ist oder nicht und du kannst es dementsprechend anpassen. Wenn du vorhast, windelfrei bzw. abhalten auszuprobieren, dann würde ich dir einfach nur empfehlen, eine ganz normale Küchenschüssel zum Anfang dafür zu verwenden. Du kannst dann natürlich später auch ein Töpfchen kaufen, wenn du das Bedürfnis danach hast, aber ja, wie das mit den meisten Dingen so ist, eigentlich brauchst du am Anfang gar nicht so viel, sondern du wirst dann selber merken, wenn du an dem Punkt bist, dass du etwas Bestimmtes noch brauchst und dann kannst du das gezielt kaufen. Ja, und fürs Abhalten brauchst du letztendlich ja gar nicht viel, nur dich, dein Baby und ein Waschbecken oder eine Toilette oder eine Schüssel. Und es ist auch empfehlenswert, dass du ein paar wasserdichte Bettunterlagen hast. Also die kannst du auch selber schon im Wochenbett benutzen. Ja, dass du dich da drauflegst, wenn du noch deinen Wochenfluss hast, ganz am Anfang nach der Geburt. Und das ist auch ganz praktisch als Wickelunterlage dann für dein Baby, wenn du dein Baby wickelst. Also da würde ich zum Beispiel auch sagen, es braucht gar nicht unbedingt einen Wickeltisch, eine Wickelkommode, wo dann alles, ja, alles dort vorhanden ist und wo dein Baby dann, wo du dein Baby drauf wickelst. Aber sobald dein Baby anfängt, nämlich mobiler zu werden, hast du dann die Gefahr, dass das Baby da runterfallen kann, dass du dann auch echt alles da immer haben musst. Also, dass wenn dein Kind erstmal drauf liegt, dass du dann auch nicht mehr davon weggehen kannst, weil es einfach, ja, Babys drehen sich gerne, Babys fangen gerne dann an zu krabbeln und dafür ist es dann einfach gar nicht so sicher mit einem Wickeltisch. Also ich persönlich hatte mich dafür entschieden, einfach die wasserdichten Unterlagen zu haben, sodass ich mein Kind darauf wickeln kann, egal wo ich bin. Auf unserem Sofa, auf unserem Wohnzimmerteppich, auf dem Bett und wenn ich woanders bin, dann eben auch entsprechend dort auf dem Sofa, auf dem Bett, auf dem Boden. Und das ist wunderbar, ja. Und da kann das Baby nicht runterfallen und ja, ich kann mich einfach zu meinem Baby auf den Boden setzen, zum Beispiel damit. Und das finde ich immer ganz toll. Und dann hatte ich einfach nur ein kleines Regal mit Kleidung für mein Kind, aber ja, auch da finde ich, braucht man ganz am Anfang gar nicht so viel Kleidung. Also ich würde da immer volle Seidekleidung als quasi Unterwäsche empfehlen. Und das ist einfach, hat einige Vorteile für dein Kind und ja, dann brauchst du gar nicht so viel Kleidung. Und ja, ganz am Anfang ist es auch gut, wenn du einfach Freunde fragst und gebraucht was bekommst, damit ja, das einfach schon mal ein paar Mal durchgewaschen ist. Und ja, es geht so schnell, dass das Kind da rauswächst. Also da groß in Kleidung zu investieren, finde ich nicht ganz so sinnvoll.
Ja, was braucht's noch? Also für dich als Mama fürs Stillen brauchst du natürlich Stillkleidung, also erstmal vielleicht einen Still-BH oder auch so Still-Oberteile. Also ich habe zum Beispiel auch gerade eins an von H&M ist das. Gibt es auch mittlerweile in Bio-Baumwolle. Das ist ein ganz simples Still-Oberteil. Das ist sehr, sehr bequem. Das drückt nichts ab bei der Brust. Und dann empfehle ich dir auch noch Stilleinlagen aus Baumwolle. Also wenn du dein Baby stillst auf der einen Seite, dann wird auf der anderen Seite auch automatisch Milch kommen durch den sogenannten Milchspendereflex. Und dann ist es einfach, ja, brauchst du ein Milchpad auf der anderen Seite. Und ich finde diese ganzen Wegwerf-Stillpads, Stilleinlagen, die ja wasserundurchlässig sind komplett, die finde ich einfach relativ unangenehm. Das ist dann irgendwie schwitzig und feucht und warm darunter, vor allem im Sommer. Und die hatte ich tatsächlich nur für den Fall, dass ich mal längere Zeit unterwegs bin und ich auf jeden Fall sicherstellen wollte, dass keine Milch ausläuft. Ja, und zu Hause hatte ich immer die Baumwolldinger drin. Und das kannst du auch machen, dass du dann zum Beispiel zwei benutzt, wenn du mehr davon, also wenn du mehr Milchmenge gerade hast, die ausläuft. Ja, viel mehr als das braucht es, finde ich, schon gar nicht für ein kleines Baby, für ein Neugeborenes. Viel mehr als das brauchst du gar nicht vor der Geburt zu besorgen. Also es braucht zum Beispiel, finde ich, auch keinen Kinderwagen, vor allem nicht am Anfang. Also du kannst erstmal dein Kind bekommen und dann schauen, ob du das dann vielleicht brauchst und möchtest. Aber ja, dein Kind wird einfach sehr viel glücklicher und zufriedener sein in der Trage, in einem Tragetuch an dir dran. Und ich habe zum Beispiel nie einen Kinderwagen gehabt. Ich habe nie einen Kinderwagen gehabt. Ich habe kein Beistellbett gehabt. Ich habe kein Kinderbett gehabt. Beziehungsweise wir mussten eins haben. Wir waren nämlich in England, als unser Sohn geboren ist, und da mussten wir quasi nachweisen, dass wir ein Babybett haben. Deshalb haben wir dann da so ein kleines Moseskörbchen gekauft für unser Kind, aber drin geschlafen hat Emil da aber nicht, weil mochte er auch gar nicht. So weit weg und alleine. Und es fühlt sich auch echt so an, also als Mama, wenn du ein frisch gebackenes Baby hast, also nachdem du ja die 40 Wochen circa dein Baby in deinem Bauch getragen hast, in deinem eigenen Körper und so enorm eng mit deinem Baby verbunden warst, auch körperlich, ging es mir dann zumindest so, dass wenn mein Kind dann irgendwie 2 Meter von mir weg irgendwo anders schläft und ich in meinem Bett schlafen soll, dass sich das einfach unglaublich weit weg anfühlt. Und ja, also ich glaube, das sind dann auch Hormone im eigenen Körper, die dann einfach auch einem sagen, da ist was falsch, das Baby ist zu weit weg, das Baby ist in Gefahr. Das ist quasi der Mechanismus, den wir von Natur aus haben. Von daher, genau, auch sowas brauchte ich nicht. Beistellbett finde ich von der Vorstellung her auch relativ kompliziert, vor allem wenn du dann eben nachts stillst. Also du kannst dich da ja nicht mit reinlegen, sondern es sollte schon ein Bett sein, wo du selber auch drin Platz hast, sodass du da selber auch liegen kannst mit deinem Kind zum Stillen. Und wie gesagt, ich finde, einen Kinderwagen braucht es nicht, eine Wickelkommode braucht es nicht und so. Mir fällt es fast schon schwer, überhaupt noch zu überlegen, was man sonst so standardmäßig unter die Nase gerieben bekommt, was man brauchen würde. Also da fällt mir jetzt gerade schon fast nichts mehr ein, weil ich mich damit nicht so befasse, sondern ich bin ja so einen relativ anderen Weg als den Mainstream gegangen. Ja, von daher, das waren so meine Tipps an dich, was man alles so braucht und was man alles so nicht braucht. Und ja, das ist jetzt eigentlich einfach die Bindung zu deinem Kind. Das Allerwichtigste ist, dass du in Ruhe Zeit hast für dein Kind, dass du Unterstützung hast. Es ist nicht normal, dass du dich als Mutter alleine um ein Baby kümmerst, dass du alleine bist in einer Wohnung mit deinem Kind 24/7 oder auch nur den ganzen Tag über, während dein Partner arbeitet und abends nach Hause kommt. All das ist nicht normal. Also da hol dir Unterstützung, lass dir unter die Arme greifen in deinen alltäglichen Sachen und sei einfach nicht alleine mit deinem Kind. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib super gerne in die Kommentare unter diesem Video. Frag mich alles, was dir noch auf der Seele brennt. Oder ja, du kannst auch gerne zu dem Post für dieses Video auf meinem Instagram-Kanal Wundervoll Schwanger auch natürlich gerne deine Frage stellen. Da will ich dir auf jeden Fall noch viel schneller antworten können. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Also, wenn du dich interessierst für das ganze Natürliche rund um Schwangerschaft, rund um erste Schwangerschaft, um das Natürliche rund um Geburt und das Kind begleiten in seinem Heranwachsen, natürliches Wochenbett und so weiter und so fort, all diese Themen, dann abonnieren super gerne einfach meinen Kanal und dann kannst du auch nichts mehr verpassen rund um dieses spannende Thema. Alles Liebe von Julia.